Moment. Es ist wieder Parkside-Zeit. Heute habe ich mir das Multifunktionswerkzeug oder auch Vibrationsschleifer von Parkside gegönnt. Es ist der PAMFW, also Parkside Multifunktionswerkzeug A1, also in der Nomenklatur von Parkside das erste Serie, erstes Modell. Den gibt es auch noch nicht so lange. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da rauskommt dabei. Was mich etwas fast überrascht hat, ist, ich habe das Gefühl, der Koffer ist leer. Wenn man den Akkuschrauber vorher, den Schlagschrauber vorher mal hochgehoben hat, der richtig schwer ist, dann ist der Koffer dagegen quasi leer. Aber ich gehe mal davon aus, dass trotzdem drin ist, was ich erwarte, nämlich der Parkside Multischleifer. Der ist richtig leicht und richtig klein. So, was nicht dabei ist, ist der Akku. Den habe ich ohne bestellt, weil Akkus habe ich gerade genug zum Schweinefüttern. So, Akku ist dran. Jetzt schauen wir uns mal an, was noch dabei ist. Es ist dabei ein Staubabsaugungssystem, das man da vorne aufsetzen kann, wenn man irgendwie zu Hause arbeitet oder so, dass man nicht so eine Riesensauerei hat. Das ist für mich in der Werkstatt eigentlich eher unwichtig. Und was auch noch dabei ist, ich hoffe zumindest, ist Werkzeug. Und ja, es ist Werkzeug dabei. Es ist der Dreiecksschleiferaufsatz mit dem Klettteil drauf. Dazu mal eine Musterauswahl an Schleifpapieren mit Klettrücken. Halt die gängige Auswahl wie immer, die kann man nachkaufen, die Dinger. Und es ist dabei ein hartmetallbestücktes Rundsägeblatt. Das ist sehr schön, wenn man mal irgendwo in Fliesen oder Stein oder ähnliches reinkrabbeln muss. Es ist dabei eine Spachtel. Und es ist dabei ein höchstwahrscheinlich Metallsägeblatt. Und jetzt gucken wir mal, wie man das Ding da festmachen kann. Schön ist im Vergleich zu meinem schnurgebundenen oder netzgebundenen Gerät, das Gerät hat eine werkzeuglose Aufnahme vorne. Rein, ran, zumachen, fertig. Das ist unwahrscheinlich angenehm, wenn man ansonsten immer mit dem Imbusschlüssel aufdrehen, drauf machen, zudrehen. Das ist keine schöne Geschichte. Das ist wirklich angenehm mit diesem werkzeuglosen Schnellverschluss hier oben. Das ist echt super. Ja, jetzt schauen wir da mal, was er so an Bedienungselemente hat. Er hat Licht wie eigentlich alle 20 Volt Geräte. Er hat eine Geschwindigkeitsvorwahl hier in Stufen 1 bis 6. Und jetzt stellen wir mal auf die schnellste Stufe und schalten ihn. Hat er sonst noch was? Nee, das ist alles. Schalten wir mal ein. Okay, der hat einen Soft-Anlauf. Er läuft langsam los, das ist schön. Und jetzt gucken wir mal, ob man in so einem 21 mm verleimte Birke. Ins Material von vorne rein, ruckzuck durch. Nochmal. Das kann man durchfahren, einfach herrlich. Ja, schönes Spielzeug. Jetzt schauen wir uns einmal nochmal genau an. Ciao.